Wir schauen in unserer Reihe, die sich bis jetzt immer schwerpunktmäßig mit dem deutschen synodalen Weg beschäftigt hat, heute Abend weiten wir den Blick auf die gesamte Weltkirche hin. Wir schauen auf den am letzten Wochenende in Rom eröffneten weltweiten synodalen Weg. Ein Prozess, der nach den Worten Papst Franziskus etwas aufgreift, was Gott von seiner Kirche im dritten Jahrtausend erwartet. Eine Art des Kircheseins zu leben, die eben seiner Vorstellung entspricht und an deren Ende eine andere Kirche stehen könnte, in dem Sinne, dass der Heilige Geist sie zu etwas Neuem gerufen hat. Wir werden in drei Schritten durch diesen Abend gehen. Wir wollen beginnen, Ihnen einige Informationen zu geben zu den Grunddaten des weltweiten synodalen Weges. Das darf ich von meiner Seite her tun. Ich werde Ihnen ein paar Folien dazu zeigen, dass Sie wissen, worüber sprechen wir. Ich werde Sie vor allem auch mitnehmen in das Vorbereitungsdokument. Das ist der erste Schritt. Und in einem zweiten Schritt freuen wir uns, dass es uns gelungen ist, Dr. Frank Ronge zu gewinnen. Er ist in der Funktion des Leiters des Deutschen Synodalbüros hier mit uns dabei und wird die Perspektive, was bedeutet es aus dem Blickwinkel des deutschen synodalen Weges, was bedeutet der weltweite synodale Weg, wo bestärken sich die Prozesse, wo haben sie vielleicht unterschiedliche Akzente. Der dritte Schritt ist dann, dass wir diesen Prozess kirchenrechtlich einordnen wollen. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit Professor Ulrich Rode jemanden gefunden haben, der da ein ausgewiesener Experte ist. Und er wird uns seine Perspektive dazulegen und er wird dies, und das ist tatsächlich eine Neuerung in dieser Reihe, auch direkt aus Rom tun. Also wir haben tatsächlich eine örtlich-römische Perspektive mit dabei. Wir freuen uns auf diesen Abend und ich darf Sie jetzt einladen, im ersten Schritt mit mir ein wenig hinzuschauen auf eben die Rahmendaten dieses weltweiten synodalen Weges. Worüber sprechen wir da überhaupt? Ich teile dazu meinen Bildschirm und Sie sehen jetzt einen Foliensatz. Zukunftsplan für die Kirche haben wir diesen Abend ja heute überschrieben. Und also, was ganz wichtig ist, wenn man auf den weltweiten synodalen Weg hinschaut, ist, dass das Thema Synodalität ein Thema ist, das das Pontifikat von Papst Franziskus schon ganz lange immer wieder begleitet. Ich hatte Ihnen schon eben die Aussage zitiert, genau dieser Weg der Synodalität ist das, was sich Gott von der Kirche des dritten Jahrtausends erwartet. Das hat Papst Franziskus in einer Ansprache zum Ausdruck gebracht bei der 50. Jahrfeier der Errichtung der weltweiten Bischofssynode im Oktober 2015. Das heißt, diese Bischofssynoden gibt es seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil oder in den Prozessen, die dem Zweiten Vatikanischen Konzil gefolgt sind. Und es war immer schon ein Anliegen von Papst Franziskus, die Prozesse, die sich dort abbilden, zu verstärken und die Kommunikation, die dort stattfindet, nochmal zu einem Kennzeichen auch von Kirche sein zu machen. Ich zeige Ihnen das an der nächsten Folie. Dass wir da eins weiterkommen. So, hier. Hier sehen Sie das, wenn Sie zurückdenken an wichtige Wegmarken, wo Papst Franziskus Akzente gesetzt hat, dann lassen die sich oft eben mit so synodalen Ereignissen verbinden. Ich rufe jetzt hier von der Fülle nur auf die Familiensynode mit dem nachsynodalen Schreiben Amoris Laetitia oder eben auch die Amazonas-Synode mit Querida Amazonia. Und gerade wenn man auf die Amazonas-Synode hinschaut, dann sind ja da durchaus auch wichtige und kontroverse Themen wie die Frage des Zölibats aufgegriffen worden. Und in dieser Reihe steht jetzt ein Prozess, Sie sehen es, 2021, for a synodal church, communion, participation and mission. Also der ganze Prozess, über den wir sprechen, ist ein Prozess hin auf eine Bischofssynode, aber dieser Prozess selber ist nochmal in einer ganz besonderen Weise gestaltet. Es geht inhaltlich bei diesem Prozess um die Frage, wie gestaltet man heute auf den verschiedenen Ebenen
jenes gemeinsame Gehen, das es der Kirche erlaubt, entsprechend der ihr anvertrauten Sendung das Evangelium zu verkünden. Also wie zeigt sich die Kirche in dem, wie sie handelt, wie sie miteinander unterwegs ist, als das, was sie ist, nämlich die Institution, die das Evangelium verkünden soll. Und wie merkt sie es auf diesem Weg, wozu der Heilige Geist sie einlädt, welche Schritte sie nach vorne gehen soll? Das ist der Weg, worum es in diesem ganzen weltweiten Prozess gehen soll. Das Vorbereitungsdokument, das ich Ihnen sehr ans Herz legen kann, spricht dann davon, dass eben in dem Prozess hin auf diese Bischofssynode, in den die gesamte Weltkirche eingebunden sein soll, bereits eine Dynamik in Gang kommt, die es erlaubt, damit zu beginnen, einige Früchte zu ernten, Früchte einer synodalen Bekehrung, die nach und nach reifen werden. Wenn etwas ganz typisch ist bei Papst Franziskus, dann ist es, dass er immer wieder hinschaut auf die Art, wie Kirche handelt. Der Prozess ist ebenso wichtig wie das Ergebnis, ist in Evangelium Gaudi ein ganz wichtiges Stichwort. Was ist ihm wichtig? Dass die Kirche sich daran erinnert, wie der Geist die Kirche geführt hat in der Vergangenheit und auch heute führt. Kirche sein ist nichts Fertiges. Dass wir auf diesem Weg einen kirchlichen Prozess leben, an dem alle teilnehmen können. Partizipation. Und dass wir auf diesem Weg partizipative Weisen der Ausübung der Verantwortung ausprobieren. Und dabei überprüfen, wie in der Kirche in Zukunft und auch schon jetzt Verantwortung und Macht gelebt werden. Wenn Sie sich diese Themen anschauen, dann klingt auch vieles an, was auch im deutschen Synodalen Weg diskutiert wird. Wie soll das geschehen? Das soll geschehen in einer Phase des Zuhörens und der Konsultation des Volkes Gottes in den Teilkirchen. Der Bischof von Rom als Prinzip und Fundament der Einheit der Kirche fordert alle Bischöfe und alle Teilkirchen, in denen und aus denen die eine und einzige katholische Kirche besteht, dazu auf, mit dem Vertrauen und Mut den Weg der Synodalität zu beschreiten. Bei diesem gemeinsamen Gehen bitten wir den Geist, uns entdecken zu lassen, wie die Gemeinschaft, welche der Vielfalt der Gaben, der Charismen und der Dienste zur Einheit führt, der einen Sendung dient. Eine synodale Kirche ist eine Kirche im Aufbruch, eine missionarische Kirche mit offenen Türen. Also die wichtigen Stichworte Mission, Offenheit und auch offene Türen nach außen. Dieser Weg ist in der Geschichte fundiert. Er sagt, das dritte Jahrtausend ist ein Jahrtausend, das wieder anknüpft an das erste Jahrtausend, wo eine breite synodale Praxis da war, während im zweiten Jahrtausend stärker die Hierarchie notwendigerweise im Mittelpunkt steht. Und jetzt geht es darum, diese beiden Jahrtausende nochmal zu verbinden und da einen Weg, den das Zweite Vatikanum angestoßen hat, fortzusetzen. Ich nenne noch zum Ende, dass er drei Ebenen benennt, wo sich diese Weise, Synodalität miteinander zu leben, ausdrückt. Die Ebene des Stils, wie gehen wir miteinander um, wie leben wir Leitung, wie machen wir uns auf. Die Ebene der Strukturen, das ist ja etwas, was dem deutschen synodalen Weg immer vorgeworfen wird. Ihr Deutschen schaut immer auf die Strukturen, auch Papst Franziskus hat das drin. Und dann die Ebene, wie wir diese Prozesse gehen. Wie sieht das Ganze aus? Hier überspringe ich jetzt einige Folien. Es ergibt sich nämlich ein ganz komplexer Weg. Sie werden jetzt wahrscheinlich die Details möglicherweise an Ihrem Bildschirm nicht genau sehen. Aber wir befinden uns jetzt hier, das sehen Sie, September 2021 und hier der Oktober ist vergangen. Und damit ist ein Weg eröffnet, der in verschiedenen Etappen, das sehen Sie hier, hinführt zu der Bischofssynode in Rom. Und dieser Weg beginnt aktuell jetzt in den Diözesen. Am nächsten Wochenende werden in allen Diözesen weltweit ein Prozess eröffnet, sich zu beteiligen
Also über die Themen, die Papst Franziskus vorgeschlagen hat, in verschiedenen Strukturen ins Gespräch zu kommen. Die werden dann zusammengefasst im April 2022 und daraus entsteht im September 2022 ein erstes Instrumentarium Laboris, also das ist so ein Arbeitspapier. Das wird dann wieder in die Regionen zurückgegeben, dort diskutiert und fließt dann am Ende ein eben in die Bischofssynode, sodass, so ist die Vorstellung, weltweit alle katholischen Christen, und der Prozess ist auch ausgeweitet auf die anderen Christen, einen Beitrag leisten zu dem, wie am Schluss in dieser Bischofssynode tatsächlich gesprochen und worüber auch gesprochen wird, wie diese Gemeinschaft in Zukunft Kirche stärker prägen kann. Das sind so einige Grunddaten des synodalen Weges, über den wir heute mit Ihnen sprechen wollen und in die wir heute aus zwei unterschiedlichen Perspektiven blicken wollen. Und ich freue mich, dass ich Ihnen dafür, für den ersten Impuls, gleich unseren ersten Referenten vorstellen kann. Wir haben Dr. Frank Ronge gewonnen. Ich habe Ihnen schon verraten, er ist der Leiter des Synodalbüros in Deutschland. Bei ihm laufen all die unterschiedlichen Stränge zusammen, die sich um diesen synodalen Weg in Deutschland, und wenn Sie den verfolgt haben, was viele von Ihnen ja auch über unsere Veranstaltung, dann können Sie sich vorstellen, welche Komplexität auf dem Schreibtisch von Dr. Ronge immer wieder aufschlägt. Also ich habe höchsten Respekt, Herr Dr. Ronge, vor der Arbeit, die Sie da leisten. Noch dazu, weil ja im Synodalbüro auch zwei Unternehmenskulturen zusammengeführt werden müssen, weil das ZDK ja schon auch auf eine andere Weise arbeitet, als die Deutsche Bischofskonferenz arbeitet. Damit bin ich bei der zweiten Rolle, die Dr. Ronge hat. Dr. Ronge ist normalerweise der Bereichsleiter für den Bereich Glaube und Bildung in der Deutschen Bischofskonferenz und verantwortet da eine Menge von Themen. Und wenn man auf das Organigramm der Deutschen Bischofskonferenz schaut, dann ist dort zurzeit ein kommissarischer Leiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass im Hintergrund auch von da noch einige Prozesse bei Ihnen aufschlagen. Herr Dr. Ronge, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und ich freue mich auf Ihre Perspektive auf diesen weltweiten Prozess. Vielen Dank, lieber Dr. Schuppe. Vielen Dank für die Einführung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute Abend bei Ihnen sein zu können und gemeinsam mit Ihnen nachdenken zu können über den Zusammenhang von deutschem synodalen Weg und internationalem synodalen Weg. Als der römische synodale Weg, der damals noch gar nicht so hieß, mittlerweile hat er aber ja auch in den Dokumenten diesen Namen bekommen, sondern der internationale Prozess, im letzten Frühjahr angekündigt wurde, gab es ja einige Erstreaktionen. Also die einen sagten, puh, noch ein neuer Prozess. Und das gilt jetzt weniger nur für uns direkt im Synodalbüro oder im Bereich des Synodalen Weges als solchem, sondern gerade auch, ich vermute mal, Herr Dr. Schuppe kann das bestätigen, auch in den Diözesen, dass viele und gerade auch nochmal die kleineren Diözesen gesagt haben, wie soll das jetzt gehen, noch etwas. Und eine zweite Reaktion, die sich auch in den Medien breit machte, so nach dem Motto, na, wenn wir jetzt den internationalen Prozess haben, dann brauchen wir den deutschen Prozess ja gar nicht mehr. Also können wir das doch eigentlich jetzt einstellen. Ich will Ihnen mit ein paar Strichen vielleicht eben zeigen, dass, glaube ich, beides so nicht stimmt. Das eine mit der Überforderung, na, das wollen wir mal schauen, das kann vielleicht noch kommen. Aber das andere, mit dem wir brauchen den deutschen Prozess nicht mehr, das auf gar keinen Fall. Ich möchte ganz kurz nochmal, Sie haben in verschiedenen Veranstaltungen ja auch in dieser Reihe schon intensiv über den synodalen Weg in Deutschland gesprochen. Ich muss das nicht im Detail tun, aber trotzdem noch einmal in wenigen Strichen das Proprium des deutschen synodalen Weges, dass beides sich gut ergänzen kann. In Deutschland ist der synodale Weg entstanden 2019 im Anschluss an die sogenannte MHG-Studie über das unsägliche Leid des Missbrauches in der katholischen Kirche in Deutschland. Eine Studie, die das in den Jahren davor
versucht hat, zumindest auszuleuchten, ein wenig das Feld des Missbrauchs, und das am Ende, die am Ende deutlich gemacht hat, wir haben einige sehr konkrete, dort ist es genannt, systemische Probleme innerhalb der katholischen Kirche. Und genannt sind da die Frage von Macht, Machtverteilung, die Frage des Zölibats und der priesterlichen Lebensform und die Frage der Sexualmoral. Das waren die Themen, die dann zunächst die deutschen Bischöfe und schließlich auch das ZDK bewogen haben, gemeinsam diesen synodalen Weg zu starten und hier nach Konsequenzen zu suchen, die einerseits Missbrauch möglichst unmöglich machen, die andererseits aber auch lange schon bestehende Anfragen dieser systemischen Art aufzuarbeiten versuchten. Daraus sind dann vier Felder geworden, noch ein viertes, die Frage der Stellung der Frau in der Kirche ist dann noch hinzugekommen. Aber das sind vier sehr konkrete Themen, und das sind sehr konkrete Themen, die eben, wie eben gerade schon gesagt, systemische Anfragen, systemische Problemlagen reformieren wollen. Auf diese konkreten Themen haben sich die Institutionen, die den synodalen Weg tragen, geeinigt und auch daran festgehalten. Es sollten nicht noch mehr Themen werden. Es war völlig klar, dass auch andere Fragen natürlich eine große Relevanz haben, auch gerade Fragen, die nach außen wirken. Aber es ging darum, zunächst sich darauf zu beschränken und zu sagen, nein, lass uns diese vier Themen, die aus der MAG-Studie letztlich kommen, bearbeiten, konkret bearbeiten, um es wieder möglich zu machen, das Evangelium glaubwürdig zu verkünden. Es sollten ein paar Punkte, ich sage mal, weggeräumt, abgeräumt werden, soweit das möglich ist. Das ist alles auch schwierig, aber zumindest so angegangen werden, dass sie aus dem Weg geräumt werden, um dann wieder auch die Möglichkeit zu haben, glaubwürdig Verkündigung zu ermöglichen. Deswegen die ganz klare Fixierung auf nur vier Themen, das Festhalten an diesem engen Raster, nicht eine Ausweitung, aber eben als quasi Vorarbeit für die Möglichkeit auch zu Evangelisierung. Das war eine wichtige Bedingung, und daran ist festgehalten worden. Und da stehen wir auch im Moment von der Thematik und der Bearbeitung. Sie haben das, vielleicht waren viele auch bei vor zwei Wochen bei der Synodalversammlung und der Online-Veranstaltung hier der Domberg-Akademie dabei. Dann haben Sie auch gesehen, wie daran im Moment gearbeitet wird. Der römische synodale Weg, Dr. Schuppert hat es eben gerade schon deutlich gemacht, geht von einem ganz anderen, viel weiteren Fragestellung aus. Er geht letztlich von einem Metathema aus, nämlich von der Frage, was bedeutet Synodalität für die Kirche als solche? Also genau, wie gehen wir miteinander um? Wie reden wir miteinander? Und versucht, das auszuleuchten. Und die Fragestellungen, die eben gerade schon anklangen, die jetzt in den Diözesen bearbeitet werden, drehen sich genau um diese Frage, wie leben wir eigentlich Communio, wie leben wir Mitbestimmung, wie leben wir Austausch in der Weltkirche, in den Diözesen, in den Orden, in den Gemeinschaften und so weiter. Das heißt, die Frage ist eine ganz andere, eine viel weiter gefasste, ein Metathema, ein Thema über Synodalität als solches, was aber wiederum auch in der Form jetzt von einer Neueinübung der Synodalität geschieht. Schon die Fragestellung, ein zweijähriger Prozess, der sich als insgesamt als Synode versteht, ist etwas Neues und etwas Besonderes und nimmt genau dieses Thema, das Papst Franziskus über die Jahre in verschiedenen Formen bespielt hat und wirklich nach vorne gebracht hat, auf. Wenn Sie das Vorbereitungsdokument, das Dr. Schuppe eben gerade angesprochen hat, sich anschauen, dann sehen Sie, dass eben genau auch die Fragestellungen auf dieses Themenfeld
gehen. So, und damit haben wir einen ganz anderen Zugang zu der Thematik. Es geht in dem weltweiten Prozess eben nicht um diese konkreten Fragen, sondern es geht um dieses allgemeine Thema, während es im deutschen synodalen Weg um sehr konkrete, spezifische Fragen geht. Wo sich beides trifft, ist eigentlich in der Form, nämlich in dem Neueinübenden von anderen Formen der Beratung, der Mitberatung. Der synodale Weg in Deutschland ist ein Format, wo wir versuchen, dass Bischöfe, Mitglieder des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Mitglieder von Orden, von Gemeinschaften, junge Leute unter 30, gemeinsam Fragen behandeln und Ideen entwickeln in den Themen, die ich eben gerade angesprochen habe. Das Setting ist etwas Besonderes. Natürlich hatten wir es auch früher schon, die Würzburger Synode, die Synode in der DDR. Sie kennen das, aber es ist für heute nochmal eine neue Form, sich zusammenzusetzen und miteinander zu sprechen. Vielfach als quasi Symbol dafür wurde ja bei der ersten Synodalversammlung schon die alphabetische Sitzordnung im Saal deutlich gemacht. Einfach das Miteinander suchen, das Miteinander ringen, das Miteinander überlegen, dass alles auf den Tisch darf und wir versuchen hier weiterzudenken. Und ein bisschen genauso ist es bei dem synodalen Weg der Weltkirche. Auch der Papst versucht hier, die Weltkirche in Bewegung zu versetzen, zu sagen, jetzt redet miteinander, macht es nicht alleine, sondern sprecht in den Diözesen darüber, schickt es uns direkt nach Rom, damit nicht hinterher irgendwo in einigen Ländern Dinge verfälscht wiedergegeben werden, sondern wir wollen es direkt auch von euch wissen, aber sammelt es auch, sprecht auch auf nationaler Ebene zusammen, sprecht dann in den weiteren Runden auf kontinentaler Ebene miteinander. Also Einüben eines neuen Formates, einer anderen Form. Darin treffen sich im Grunde beide Wege auch, hier einen anderen Weg zu versuchen. Und insofern kann man sagen, der deutsche synodale Weg ist ein eigenständiges Format. Er geht nicht auf in dem weltkirchlichen synodalen Weg, sondern geht seinen Weg weiter in den konkreten Fragestellungen, die ich eben gerade benannt habe. Aber er ist natürlich etwas, auch ein Versuch, genau das auch wiederum zu üben, mit allen auch Unsicherheiten noch und vielleicht auch allen Macken und Fehlern, die dabei auftauchen, aber ein Versuch, Synodalität zu leben. Und insofern vielleicht, also mit Sicherheit kein Vorbild, aber vielleicht ein Beispiel, wie so etwas zumindest anfangsweise auch funktionieren kann, hoffentlich. Insofern kein Aufgehen im internationalen Synodalen Weg, aber auch keine Überflüssigkeit durch den internationalen Synodalen Weg, sondern ein eigenes Format, das im Übrigen nicht völlig solitär ist. Also so, wie wir es machen, ist es eigenständig, aber Australien hat gerade eine eigene Plenarversammlung veranstaltet in einer ersten Runde, auch in der letzten Woche. In Lateinamerika gibt es einen Prozess auf Ebene des Kontinentes. In Irland startet ein ähnlicher Prozess. Alle mit eigenem Stil und alle auch in dem Versuch, Synodalität einzuüben. Wenn man jetzt manchmal dem deutschen synodalen Weg vorwirft, naja, ihr sitzt da ja zusammen und der Papst sagt ja immer, keine Parlamente bilden. Ja, keine Parlamente bilden, das ist völlig richtig. Das wollen wir auch beim synodalen Weg hier in der Form nicht. Wobei Parlamente ja auch nichts Schlechtes sind. Aber das, was dem Papst wichtig ist, auf den Geist Gottes zu hören, gemeinsam im Gespräch zu sein, immer wieder im Gebet die Dinge vor Gott zu tragen und uns auch die Zeit zu nehmen, auf sein Wort zu hören. Das ist etwas, was im synodalen Weg auch in Deutschland genau versucht wird und ein
Einüben auch ist. Sicherlich immer unvollkommen, aber ein Einüben ist. Insofern kann ich nur sagen, glaube ich, fühlen wir uns eher bestärkt auch darin, auch was der Papst jetzt wieder bei der Eröffnung des römischen synodalen Weges gesagt hat, bitte keine Immobilität, nein, das wollen wir nicht, sondern da versuchen wir ja gerade in Deutschland nicht zu sagen, es war schon immer so, sondern nach neuen Wegen zu suchen. Kein Intellektualismus, nein, wir gehen aus gerade von der MHG-Studie, die uns gezeigt hat, dass Dinge ganz konkret nicht richtig sind, und kein Formalismus, so wie ich es eben gerade schon sagte, sondern ein wirkliches Suchen und Ringen nach einer Form, die auf den Geist Gottes hört, die aber doch auch, und insofern sind vielleicht Texte dann auch notwendig, auch zu konkreten Ergebnissen führt und nicht nur im Wir reden miteinander stehen bleibt. Insofern hoffen wir, dass das Ganze, wie jemand sagte, ungetrennt und unvermischt, also nicht miteinander durcheinandergebracht, aber auch durchaus aufeinander bezogen, dass der deutsche synodale Weg und wir eine Form finden, wie Kardinal Gregg, der Chef des Synodensekretariats in Rom, gesagt hat, eine Form finden, dass wir eine kreative Weise finden, wie wir den deutschen Prozess in den römischen einbringen können, mit ihm vernetzen können und dennoch auch eigene Schritte konkreter Art in Deutschland tun. Soweit vielleicht die Einführung. Wir haben sicher gleich Gelegenheit, in der Diskussion noch ein bisschen auf die Details einzugehen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Ronge. Ich übergebe an Hannes Bräutigam, der die Brücke nach Rom schlägt. Ja, vielen Dank, Florian. Vielen Dank, Herr Dr. Ronge, auch für die Erinnerung an diese christologischen Kompromissformeln. Dann werden sie jetzt endlich mal wieder greifbar und es gibt konkrete Anwendungsbeispiele. Ich habe jetzt die Ehre, Herrn Professor Rode vorzustellen. Er ist uns zugeschaltet aus Rom, wie schon gesagt wurde. Mein erster Kontakt mit Ihnen, Herr Professor, das war noch zu meinem eigenen Theologiestudium. Und da habe ich gesehen, dass es eine schöne Homepage gibt für Kirchenrecht, ulrichrode.de, auf der sehr viele kirchenrechtliche Skripte für Studenten zur Verfügung standen. Und ich muss sagen, also die Münchner Schule für Kirchenrecht, die ist ja relativ eigentlich bekannt. Und so sagen darf, ich habe dann doch gern wieder nach Frankfurt geschielt, was es denn da alles so zum Runterladen gibt. Und zu meiner Freude habe ich gesehen, Sie haben jetzt ein Studienbuch herausgegeben, 2015, das heißt einfach nur Kirchenrecht, was wirklich eine großartige Hilfe ist für alle, die jetzt studieren möchten. Also ein umfassendes Werk für die Volltheologen, die sich mit Kirchenrecht beschäftigen wollen. Kurz zu Ihrer Person, Sie können mich gerne korrigieren, wenn es wäre. Die letzte Ernennung von Papst Franziskus fand, glaube ich, im Juni diesen Jahres statt, zum Referendar der apostolischen Signatur. Wenn man das übersetzt, das ist quasi der oberste Gerichtshof in der Kurie. Das ist jetzt mal der vorläufige Endpunkt vielleicht an einer Reihe von vorherigen Ernennungen des Papstes. 2019 sind Sie Dekan der kanonistischen Fakultät an der Päpstlichen Universität der Gregoriana. Davor waren Sie, also Sie haben auch studiert in Frankfurt an der PTH St. Georgen, sind 86 in den Jesuitenorden eingetreten, waren als Student an der PTH, waren dann ordentlicher Professor an der PTH und zum Schluss auch Rektor 4 Jahre lang bis 2010. Und das in relativ kurzer Zeit. Also wenn man sich das überlegt, als Erstsemester diese Karriere zu verzeichnen, ist wirklich sehr beachtlich. Gut, ich habe mal auf ein Interview, das Sie letztes Jahr gegeben haben, gespickt. Da haben Sie übertragen gemeint, wenn das in der Kirche gut läuft, dann gibt es eigentlich wenig Grund, auf das Kirchenrecht zu schauen oder das Kirchenrecht zur Hilfe zu bitten. Man fragt eigentlich erst nach Gesetzestexten, das findet sich auch im staatlichen Umfeld so, wenn es große Krisen gibt. Auf einmal braucht man dann ein gemeinsames Reglement. Wenn vorherige Einigungsprozesse gescheitert sind, dann sucht man hängerinnend dann das Kirchenrecht. Von daher ist das eigentlich auch in den
kirchenrechtlichen Sinne gar kein so gutes Zeichen, wenn auf einmal die Perspektive des Kirchenrechts so stark gefordert wird. Ein anderer Gedanke, es wurde ja schon sehr viel als Ursachenforschung betrieben, wie es zu dieser Kirchenkrise gekommen ist. Eine juristische Perspektive ist meines Erachtens auch etwas untergegangen. Ein Grund, den Sie vielleicht auch formuliert haben oder formulieren können, ist, dass vielleicht es auch daran liegt, dass die Kirche eine antijuristische Haltung teilweise an den Tag legt, weil es irgendwas in ihrem Wesen widerstrebt, jemanden bestrafen zu müssen. Und dann, wenn es aber der Kirche jedoch gelingt, Gerechtigkeit in ihrer Mitte zu fördern, dann könnte es vielleicht ein weiterer Schritt wieder sein, zu einer Glaubwürdigkeit der Kirche zu kommen. Versöhnung ist auch ein zentraler Wert. Also nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Gesellschaft Jesu. Die Mission der Gesellschaft Jesu bezeichnet Versöhnung oder kennzeichnet Versöhnung seit ihren Anfängen eigentlich. Es beseelt auch die Studien und die Forschung in ihrer Fakultät an der Gregorianer mit dem Streben nach Gleichheit und nach Gerechtigkeit. Und sie haben geschrieben oder sie haben gesagt, es liegt auf der Hand, dass auch die Kirche heute mehr denn je die Versöhnung zwischen gegensätzlichen Positionen braucht. Und das ist ja nicht nur in Kirche allgemein zu sehen, sondern auch in den Prozessen des synodalen Weges, wie wir es in Deutschland finden und wie wir es auch in den Prozessen weltweit finden. Und da wäre die kirchenrechtliche Perspektive ein hilfreicher Anker, der hoffentlich einiges Licht in diese ganzen Strukturen hineinbringen kann. Und daher nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich auch in diesem Hirn der Vorbereitung nochmal bereit erklärt haben, eine kirchenrechtliche Perspektive aus Ihrer Seite auf diese synodalen Prozesse zu werfen. Und daher darf ich Ihnen auch das Wort übergeben an Professor Ulrich Rode. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Bräutigam, für diese freundliche Einführung, Begrüßung und überhaupt für die Einladung zu diesem Abend. Sie haben jetzt schon viele interessante Themen angesprochen in Ihrer Begrüßung. Es würde sich lohnen, auf jedes davon einzugehen, aber ich bleibe mal zunächst bei dem, was ich für heute vorbereitet habe zum Thema dieses Abends, zum weltweiten synodalen Weg. Meine Aufgabe habe ich jetzt darin gesehen, das Thema dieses weltweiten synodalen Wegs aus der Perspektive des Kirchenrechts anzuschauen. Dafür habe ich auch ein paar Folien vorbereitet. Jetzt schauen wir mal, ob das klappt, die zu zeigen. Sieht man die Folien? Ja. Gut. Synodalität ist ein ziemlich neues Wort. Im Kirchenrecht kommt es nicht vor, im kirchlichen Gesetzbuch. Auch in den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils kommt es nicht vor. Aber von der Sache her ist Synodalität so alt wie die Kirche selbst. Ich würde jetzt zunächst mal einen kleinen Blick auf die Geschichte werfen und dann vor allem mich mit verschiedenen rechtlichen Aspekten von Synodalität befassen und anschließend auf die Frage eingehen, was kann sich rechtlich ändern im Zuge des weltweiten synodalen Wegs und auch im Zuge der Vorschläge, die vom synodalen Weg in Deutschland kommen. Die rechtliche Perspektive ist nicht alles, aber ohne die rechtliche Perspektive oder die rechtlichen Strukturen für Synodalität kann es Synodalität eigentlich nicht geben. Das war von Anfang an schon so. Wobei rechtlich nicht immer heißen muss geschriebenes Recht, es kann auch Gewohnheitsrecht sein. In der Geschichte wird häufig als ein erstes Beispiel für Synodalität das Apostelkonzil von Jerusalem genannt. Dann in der alten Kirche waren wichtig vor allem Versammlungen von Bischöfen, ab dem 4. Jahrhundert die ökumenischen Konzilien. Im Mittelalter dann Synodalität in Ordensgemeinschaften, die Hauskapitel, die Generalkapitel, die Domkapitel entstanden und bekamen Vollmachten, das Kardinalskollegium.
Das Konzil von Trient hat Diözesankonsultoren eingeführt. In den letzten beiden Jahrhunderten stand zunächst eher das Vermögensrechtliche im Vordergrund. Einführung des Kirchenvorstands durch das preußische Recht 1924 und dann viele neue synodale Gremien, die in der Folge des Zweiten Vatikanischen Konzils entstanden sind, wie hier aufgelistet. Ein ganz neues synodales Gremium, ziemlich klein, ist der Kardinalsrat von Franziskus geschaffen. Man sieht daran schon, dass die Strukturen synodaler Gremien die ganze Kirchengeschichte begleitet haben. Was sind dabei jetzt rechtliche Aspekte? Eine rechtliche Frage kann sein, wo kommt eine Struktur eigentlich her? Wer hat sie rechtlich gesehen geschaffen? Eine andere Frage, wozu ist sie da? Wie wird man Mitglied eines synodalen Gremiums? Wo kommt die Satzung her? Und ziemlich wichtig, welche sind die Vollmachten der verschiedenen Gremien? Schauen wir uns ein Schema an, wo synodale Gremien rechtlich gesehen herkommen. Und ich blende jetzt mal die gesamtkirchliche Perspektive aus und schaue nur auf Gremien auf untergeordneten Ebenen. Da können wir unterscheiden zwischen Gremien, die im Kirchenrecht vorgesehen sind und anderen, die keine kirchenrechtliche Stellung haben, die es in Deutschland aber doch gibt. Bei den im Kirchenrecht vorgesehenen Gremien kann man unterscheiden zwischen solchen, die vom gesamtkirchlichen Recht vorgesehen sind und anderen, die vom Kirchenrecht in Deutschland vorgesehen sind. Bei den vom gesamtkirchlichen Recht vorgesehenen ist eine wichtige Unterscheidung zwischen Gremien, die verpflichtend vorgesehen sind, die es zum Beispiel in jedem Bistum geben muss, und anderen, die als Möglichkeit vorgesehen sind, aber eben nur fakultativ. Jetzt füllen wir das Ganze mal mit Beispielen. Verpflichtend vorgesehen nach gesamtkirchlichem Recht sind etwa diese: Vermögensverwaltungsräte auf verschiedenen Ebenen, die Bischofskonferenz, der Priesterrat und so weiter. Fakultativ vorgesehen sind insbesondere die Pastoralräte, der Diözesanpastoralrat und der pfarrliche Pastoralrat. Hier kann der einzelne Bischof entscheiden, ob es dieses Gremium geben soll oder nicht in seinem Bistum, in jeder Pfarrei. In Kursivschrift habe ich fakultative Gremien genannt, die nicht dauerhaft existieren, aber zu bestimmten Zeitpunkten einberufen werden können, wie das Partikularkonzil für eine Kirchenprovinz oder für das gesamte Gebiet einer Bischofskonferenz, das Plenarkonzil oder die Diözesansynode für ein einzelnes Bistum. Also, soweit die vom gesamtkirchlichen Recht vorgesehenen Organe. Andere sind vom Kirchenrecht vorgesehen in Deutschland, weil die deutschen Bischöfe oder ein Teil der deutschen Bischöfe diese Organe geschaffen hat. Dazu gehören der Kirchensteuerrat, der Pfarrgemeinderat, zum Teil mit anderen ähnlichen Bezeichnungen, Diakonenrat und so weiter, wie man da sehen kann. Hier setze ich voraus, dass der Pfarrgemeinderat nicht einfach identisch ist mit dem pfarrlichen Pastoralrat, wie er vom gesamtkirchlichen Recht vorgesehen ist. Dazu könnte man vieles sagen. Einige deutsche Diözesen haben es vorgezogen, nicht Diözesansynoden, wie vom Kirchenrecht vorgesehen, zu veranstalten, sondern ähnliche Veranstaltungen, die im gesamtkirchlichen Recht aber nicht verankert sind, unter Bezeichnungen wie Diözesanforum. Und jetzt kommen wir zur Spalte ganz rechts. Es gibt auch Organe in Deutschland, die sicherlich zu den synodalen Gremien in der Kirche gehören, aber keine Stellung im Kirchenrecht haben. Dazu gehört das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. In den meisten Bistümern auch die Diözesanräte. Es gibt wohl auch Bistümer, wo der Bischof den Diözesanrat auch im Kirchenrecht verankert hat. Ein ganz besonderer Fall ist der Kirchenvorstand in Nordrhein-Westfalen, der immer noch durch staatliches Recht geordnet ist. Und schließlich auch der synodale Weg, der ja nicht einfach von der Deutschen Bischofskonferenz geschaffen ist, sondern gemeinsam von der Deutschen Bischofskonferenz und dem ZDK. Diese Gemeinsamkeit Bischofskonferenz und ZDK ist aber kein Organ, das Kirchenrecht schaffen könnte. Dass diese Organe in der Spalte ganz rechts nicht eine kirchenrechtliche Stellung haben, heißt nicht, dass das rechtlich unzulässig wäre. Das ist durchaus möglich. Das ist also nicht als Kritik gemeint, wenn hier bestimmte Organe dort ein
geordnet sind. Aber es ist schon interessant, die Unterschiede zu sehen. Herr Dr. Ronge hat eben das Plenarkonzil in Australien erwähnt. Dort haben sich die Bischöfe eben entschieden, von einer Art von Gremium Gebrauch zu machen, das im gesamtkirchlichen Recht vorgesehen ist und deswegen auch Vollmachten hat. Das Plenarkonzil kann im Prinzip über alle möglichen Gegenstände Gesetze erlassen, das Lehramt ausüben. Das bedarf zwar anschließend einer Bestätigung durch Rom, aber es sind im Prinzip bindende Beschlüsse des Plenarkonzils. Das ist bei einem Organ wie dem Synodalen Weg in Deutschland nicht möglich. Da er keine kirchenrechtliche Stellung hat, hat er auch keine bindenden Vollmachten. Es hängt dann ganz an der Bischofskonferenz oder an einzelnen Bischöfen, das vom Synodalen Weg Beschlossene anschließend in verbindlicher Weise in Kraft zu setzen. Soweit die deutschen Bischöfe das können. Andere Vorschläge des Synodalen Wegs richten sich natürlich an den gesamtkirchlichen Gesetzgeber. Was die Zielsetzung synodaler Gremien angeht, gibt es einige, die dienen der Vermögensverwaltung. Andere dienen der Leitung. Ich habe hier auch geschrieben, pastorale Leitung. Das ist eigentlich kein im Kirchenrecht vorfindbarer Begriff. Dieser Zusatz pastoral soll die Unterscheidung zur Vermögensverwaltung deutlich machen. Hier einerseits Gremien in der normalen Schrift, die dauerhaft existieren oder existieren können, andererseits in der Kursivschrift Gremien, die zu bestimmten Zeitpunkten geschaffen werden oder worden sind in Deutschland. Andere synodale Gremien dienen nicht so sehr der Beteiligung an der Leitung der Kirche durch die kirchlichen Autoritäten, sondern dienen der Vertretung der Laien, des Laienapostolats und der katholischen Verbände. Das sind Gremien, die in Deutschland existieren, wie das Zentralkomitee, Diözesanräte und als eine Teilzielsetzung auch der Pfarrgemeinderat, der aber zugleich auch der Beteiligung an der pastoralen Leitung dient. Und dann gibt es wieder andere synodale Gremien, die der Vertretung bestimmter Gruppen von Gläubigen dienen, wie der Ordensrat, ein Diakonenrat, den es in einigen Diözesen gibt und so weiter. Was in dieser Übersicht manchmal übersehen wird, ist die Funktion des Priesterrats. Manchmal meinen Leute, der Priesterrat diente eigentlich der Interessenvertretung der Priester wie eine Priestergewerkschaft. Das ist nicht die Zielsetzung, wie das Kirchenrecht sie vorsieht, sondern der Priesterrat ist ein Organ, das den Diözesanbischof unterstützen soll bei der Leitung seiner Diözese. Der Kodex bezeichnet den Priesterrat auch als den Senat des Bischofs. Wie wird man Mitglied in einem synodalen Gremium? Da gibt es ungefähr 5 wesentliche rechtliche Möglichkeiten. Eines ist die Mitgliedschaft kraft Amtes. Im Ökumenischen Konzil sind alle Bischöfe weltweit Mitglied. In der Bischofskonferenz sind alle Bischöfe des jeweiligen Gebietes Mitglied. Eine andere Möglichkeit, Mitglied zu werden, ist die Ernennung durch die kirchliche Autorität. Nach gesamtkirchlichem Recht wird man Mitglied des Diözesanvermögensverwaltungsrats durch die Ernennung seitens des Bischofs. Eine andere Möglichkeit ist die Entsendung. Beispiel: Der Vermögensverwaltungsrat entsendet eines seiner Mitglieder in den Pfarrgemeinderat. Dann natürlich die Möglichkeit der Wahl. In Deutschland kennen wir die Wahlen zum Pfarrgemeinderat oder etwa im Priesterrat wird ein Teil der Priester vom Bischof ernannt, aber ein anderer Teil gewählt. Ein 5. Modell, Mitglied zu werden, ist die Kooptation. Diejenigen, die schon Mitglieder sind, entscheiden sich, noch bestimmte weitere hinzuzuholen. Ein Modell, das zum Teil die Mitgliedschaft im Zentralkomitee der deutschen Katholiken begründet. Ein anderer rechtlicher Aspekt, der synodale Organe unterscheidet, ist die Unterscheidung zwischen solchen, die ihre Satzung von der kirchlichen Autorität erhalten und anderen, die über Satzungsautonomie verfügen. Zu den ersten gehören zum Beispiel die Vermögensverwaltungsräte, da macht der Bischof die Satzung, die Bischofssynode, die ihre Satzung vom Papst erhält, der Kirchensteuerrat und auch die Pastoralräte, der Diözesanpastoralrat und der pfarrliche Pastoralrat, genauso der Pfarrgemeinderat in Deutschland, erhalten ihre Satzung von der zuständigen Autorität, hier vom Diözesanbischof. Andere Gremien hingegen haben Satzungsautonomie. Die Bischofskonferenz gibt sich ihre Satzung selbst und einige andere Beispiele, die Sie hier sehen.
Meine letzte Folie zu verschiedenen rechtlichen Aspekten ist ziemlich wichtig. Sie behandelt die verschiedenen Möglichkeiten für das Verhältnis zwischen einem Amtsträger und dem ihm zugeordneten synodalen Gremium. Das synodale Gremium hat eine ziemlich schwache Stellung, wenn es dem freien Ermessen des Amtsträgers überlassen ist, ob er das Gremium anhören will oder nicht. Die Stellung ist schon etwas stärker, wenn eine Verpflichtung besteht, das Gremium vor bestimmten Handlungen anzuhören. Machen wir Beispiele für beides. Beim Diözesanpastoralrat nach gesamtkirchlichem Recht ist es so, dass es dem Bischof überlassen ist, bei welchen Angelegenheiten er den Diözesanpastoralrat hören will und bei welchen er einfach ohne den Rat handelt. Hingegen, bevor der Bischof entscheidet, Pfarreien zu fusionieren, muss er den Priesterrat anhören. Ohne eine solche Anhörung wäre die Fusion ungültig. Noch weitergehend ist die Stellung des Gremiums, wenn die Autorität das Gremium nicht nur anhören muss, sondern sogar die Zustimmung benötigt. Beispiel im gesamtkirchlichen Recht: Für bedeutendere Vermögensgeschäfte der Diözese braucht der Bischof die Zustimmung von zwei Organen. Einerseits des Diözesanvermögensverwaltungsrats, andererseits des Konsultorenkollegiums in Deutschland des Domkapitels. Ein anderes Modell ist die gemeinsame Abstimmung von Amtsträgern und Gremium. Der Amtsträger selbst hebt mit seine Hand, wenn abgestimmt wird, genauso wie die Mitglieder. Wenn das vorgesehen ist, sind häufig besondere Modalitäten zusätzlich verlangt. Etwa die Möglichkeit, dass der Amtsträger nur mit qualifizierter Mehrheit, typischerweise Zweidrittelmehrheit, überstimmt werden kann. Oder die Maßgabe, dass im Fall von Uneinigkeit eine Schlichtung erfolgen muss. Oder ein Vetorecht des Amtsträgers in bestimmten Fällen, etwa wenn der Amtsträger der Überzeugung ist, dieser Beschluss widerspricht dem Glauben der Kirche oder widerspricht dem kirchlichen Recht oder auch widerspricht dem staatlichen Recht. Noch weitergehend wäre die Möglichkeit eines Gremiums, dem Amtsträger verbindliche Anweisungen zu erteilen. Das gibt es zum Teil im Ordensrecht. Also wenn unser Generalkapitel beschließt, dass unser Generaloberer etwas tun muss, dann muss er es tun. Da ist das Gremium dem Amtsträger übergeordnet. Bei diesen drei Möglichkeiten der Zuordnung, die ich jetzt in Gelb hier hervorhebe, handelt es sich um solche, die sich im gesamtkirchlichen Recht nicht finden lassen. Also jedenfalls sind sie mir da nicht begegnet, gibt es da nicht. Das sind Möglichkeiten, die sich finden, vor allem in den Statuten der Pfarrgemeinderäte in Deutschland, zum Teil auch der Kirchensteuerräte, dass der Rat den Amtsträger überstimmen kann, dass bei Uneinigkeit eine Schlichtung erfolgen muss und Ähnliches. Soweit mal der Übersicht über den Status quo. Jetzt ein paar Worte zu der Frage, was könnte sich ändern? Was sich im Zuge des weltweiten synodalen Wegs ändern kann, den Papst Franziskus eingerufen hat, das ist natürlich schwer vorherzusehen. Aber ich mache mal ein paar Vorschläge, die ich auch der Literatur entnehme. Etwas, was häufig kritisiert wird, ist die Tatsache, dass die Pastoralräte nur fakultativ vorgesehen sind. Dass es dem Bischof anheimgestellt ist, ob er in seinem Bistum überhaupt einen Diözesanpastoralrat haben will, und ob es in den Pfarreien des Bistums Pastoralräte geben soll. Da wird häufig gesagt, das müsste verbindlich vorgeschrieben sein in allen Diözesen der Welt. Oder diese Eventgremien wie Partikularkonzil, Diözesansynode, auch die sind nur fakultativ. Sollten die nicht verpflichtend eingeführt werden, dass in jeder Diözese oder in jedem Gebiet einer Bischofskonferenz solche Versammlungen in bestimmten längeren Abständen verpflichtend durchgeführt werden müssen. Das gab es im Laufe der Kirchengeschichte schon. Bis 1983 schrieb das Kirchenrecht vor, dass alle 20 Jahre eine Diözesansynode zu halten war. Das wurde weithin nicht praktiziert und wurde vielleicht deswegen in das neue Kirchenrecht nicht wieder aufgenommen. Aber wäre es nicht sinnvoll, neue Verpflichtungen aufzustellen, damit die Bischöfe in diesem Fall sich nicht darum drücken können, solche Versammlungen einzuberufen. Ein anderes Thema,
Ist es nicht zu wenig, wenn man schon ein Gremium hat, dass es dann dem freien Ermessen des Amtsträgers überlassen ist, ob er das Gremium anhören will? Wäre es nicht sinnvoll, dass in mehr Fällen das Gremium Vollmachten haben sollte, die hier weiter unten angesiedelt sind? Beispiel Gesetzgebung. Nach gesamtkirchlichem Recht muss der Diözesanbischof, wenn er ein Gesetz für seine Diözese erlässt, niemanden vorher anhören. Er kann das ganz mit sich allein ausmachen. Wäre es nicht sinnvoll, vorzuschreiben, dass er zumindest den Diözesanpastoralrat anhören muss? Oder vielleicht sogar die Zustimmung des Rates benötigt. Vielleicht nur für bestimmte Arten von Gesetzen. All das wäre zu diskutieren. Das waren jetzt mal drei Vorschläge von mir, was herauskommen könnte, wenn man auf gesamtkirchlicher Ebene das Thema Synodalität diskutiert. Nun ein paar Vorschläge, die in Deutschland vom synodalen Weg anscheinend gemacht werden. Ich sage anscheinend, weil was bislang beschlossen wurde, zuletzt in Frankfurt vor 2 Wochen, ist ja alles nur provisorisch. Es sind ja noch keine endgültigen Entscheidungen. Ein Vorschlag lautet, in Deutschland auf 3 Ebenen synodale Räte zu schaffen. Einen synodalen Rat für ganz Deutschland, einen synodalen Rat für jede Diözese und einen in jeder Pfarrei. Für Deutschland wäre das eindeutig etwas Neues. Bei Diözesen und Pfarreien wäre zu diskutieren, wie verhält sich das zum Teil schon bestehenden Diözesanpastoralrat und zu den Pfarrgemeinderäten. Tendenziell neu ist, dass vorgeschlagen werden soll, in dieser provisorischen Weise, dass die Mitglieder aller dieser Räte durch eine Wahl seitens der Gläubigen bestellt werden. Es gibt dann als Option die Möglichkeit, den Priesterrat in den Diözesan-Synodalrat zu integrieren. Auch wird über die Option nachgedacht, in den Synodalen Rat der Pfarrei den Vermögensverwaltungsrat der Pfarrei zu integrieren. Also alle diese Vorschläge gehen tendenziell in die Richtung, diesen Räten auf den 3 Ebenen in Deutschland größeres Gewicht zu geben. Ich sehe nicht, was aus der Sicht des gesamtkirchlichen Rechts dagegen sprechen würde. Ich denke, solche Änderungen wären möglich. Ein anderer Vorschlag lautet, dass der Synodale Rat für Deutschland 5 Personen entsenden soll in die Deutsche Bischofskonferenz als beratende Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz. Das müsste wohl im Statut der Deutschen Bischofskonferenz verankert werden. Das Statut der Deutschen Bischofskonferenz bedarf der Genehmigung durch Rom. Da hat also Rom schon ein Mitspracherecht. Ob Rom mit diesem Vorschlag einverstanden wäre, schwer vorauszusagen. Was die Stellung von synodalen Gremien angeht, wird vorgeschlagen, dass auf den verschiedenen Ebenen eine Rechenschaftspflicht des Amtsträgers gegenüber dem Gremium eingeführt werden soll. Das ist eine Möglichkeit der Zuordnung, die ich vorhin in meiner Folie noch nicht hatte. Also der Pfarrer gegenüber dem Synodalen Rat der Pfarrei, der Bischof gegenüber dem Synodalen Rat der Diözese, wahrscheinlich der Vorsitzende der Bischofskonferenz gegenüber dem Synodalen Rat für Deutschland, soll in regelmäßigen zeitlichen Abständen Rechenschaft ablegen darüber, wie er sein Amt ausgeübt hat. Auch hier sehe ich nicht, was da aus gesamtkirchlicher Sicht rechtlich gesehen entgegenstehen könnte. Scheint mir möglich. Eine spannende Frage ist allerdings, wenn jetzt das Gremium nicht zufrieden ist, es hört den Rechenschaftsbericht und sagt, das hast du schlecht gemacht, was sind dann die Konsequenzen? Da fangen die spannenderen Fragen an. Dass das Gremium dann den betreffenden Amtsträger absetzen kann, wäre sicherlich gegen gesamtkirchliches Recht. Möglich wäre eine Aufforderung. Wir haben kein Vertrauen mehr zu dir. Wir bitten dich eindringlich, deinen Amtsverzicht anzubieten. Eine Bitte kann niemals rechtswidrig sein. Ich denke, das wäre noch zulässig. Ein anderes interessantes Modell, das in Frankfurt vorgeschlagen wurde, als in einem Handlungstext zu dem Forum 1, Macht und Gewaltenteilung, betrifft das Stichwort Selbstbindung. Es wird vorgeschlagen, der Bischof
soll sich verpflichten, sich an die Entscheidungen des Synodalen Rates der Diözese zu halten. Und der Pfarrer soll sich verpflichten, sich an die Entscheidungen des Synodalen Rates der Pfarrei zu halten. Vorausgesetzt, dass er nicht der Überzeugung ist, das widerspricht dem Glauben der Kirche oder der kirchlichen Rechtsordnung. Trotzdem würde ich bei diesem Vorschlag schon ein großes Fragezeichen dahinter setzen, ob das noch mit der Natur der katholischen Kirche vereinbar ist. Stellen Sie sich vor, ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages würde sagen, ich möchte die Frauen fördern, ich verpflichte mich dazu, immer das zu tun, was meine Ehefrau sagt. Nimmt er dann noch seine Verantwortung wahr? Ich meine, er ist halt gewählt in den Bundestag und nicht seine Frau. Die Absicht mag gut sein, aber jetzt auf den Bischof übertragen. Der Bischof ist aus katholischer Überzeugung Nachfolger der Apostel, die die Aufgabe haben, die Kirche zu leiten. Kann man noch von einer Leitung der Diözese durch den Bischof sprechen, wenn er inhaltlich die Entscheidung anderen überlässt? Ob Rom so etwas mitmachen würde, große Zweifel. Ein letzter Vorschlag, den ich erwähnen möchte, der sich zwar nicht in einem Handlungstext des Forum I findet, aber wohl im Grundtext des Forum I, Macht- und Gewaltenteilung, die Wahl der Amtsträger durch das Gremium. Also der Synodale Rat für die Pfarrei wählt den Pfarrer. Wäre das aus der Sicht des gesamtkirchlichen Rechts möglich? Da muss man ehrlicherweise sagen, im Laufe der Geschichte hat es schon sehr viele verschiedene Arten und Weisen gegeben, wie kirchliche Amtsträger bestellt wurden. Bischöfe wurden von Königen ernannt. Es gab Großspender im Mittelalter, die das Geld gegeben haben für den Kirchbau und dann vom Bischof zum Patron der Kirche bestellt wurden, mit der Folge, dass sie ein Präsentationsrecht hatten. Sie schlugen vor, wer Pfarrer werden sollte, und wenn der Betreffende rechtlich geeignet war, war der Bischof verpflichtet, den Betreffenden einzusetzen. Und Wahlrechte gab es ähnlich auch in der Geschichte. In Deutschland gibt es in 19 von 27 Bistümern das Wahlrecht des Domkapitels, den Diözesanbischof zu wählen. Also rechtlich gesehen wäre es möglich, das in größerem Maße einzuführen. Ob die Leitung der Gesamtkirche da mitspielt, ist eine andere Frage. Was konkret den Diözesanbischof angeht, wird vorgeschlagen, dass in den Bistümern, wo er gewählt wird durch das Domkapitel, eine Gruppe von Laien, die vom Synodalen Rat der Diözese bestellt werden, beteiligt wird vom Domkapitel. Bevor das Domkapitel Entscheidungen fällt, hört es erst diese Gruppe von Laien an, um eben die Synodalität auszuweiten. Für mein Gefühl war das rechtlich möglich. Es widerspricht nicht gesamtkirchlichem Recht, es widerspricht auch nicht den Verträgen zwischen Staat und Kirche, zwischen dem Heiligen Stuhl und den deutschen Bundesländern. Etwas anderes wäre, wenn man sagen wollte, das Wahlrecht soll nicht mehr dem Domkapitel zukommen, sondern das Wahlrecht soll dem Synodalen Rat der Diözese zukommen. Das würde nicht den Verträgen entsprechen, da müsste man in Verhandlungen mit dem Staat treten. Und dann ist sofort der Heilige Stuhl als Vertragspartner mit im Boot. Aus Sicht des Heiligen Stuhls muss man sagen, was hier in den deutschen Bistümern vorgesehen ist, jetzt schon die Wahl durch das Domkapitel, gibt es nur in ganz wenigen Ländern der Welt. Das gibt es nur in Deutschland und in einigen wenigen Diözesen in Österreich und der Schweiz. Ob der Heilige Stuhl sich bereit finden könnte, diese Ausnahme im deutschsprachigen Bereich noch weiter auszuweiten, da kann man auch skeptisch sein. Ich glaube, meine Zeit ist um. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Rode, für diesen interessanten Vortrag. Inhaltlich auch sehr dichten Vortrag. Es erinnert mich etwas an die kirchenrechtlichen Prüfungen, mit denen man mit einer Seite schon 1 ans 0 erreichen kann. Also man muss sehr konzentriert sein und es hat mich sehr zuversichtlich gestimmt, also gerade die ganzen Möglichkeiten, die Sie aufgezählt haben. Und da ich ja quasi auch nur ein Beobachter bin, würde ich jetzt ganz gern Herrn Dr. Rogge wieder auf das Podium mit hineinbitten.
Also Florian, wenn du einverstanden bist, dann würde ich gleich die Podiumsdiskussion eröffnen. Gerne. Meine Frage wäre dann an Herrn Dr. Rogge, wie ist Ihr Empfinden gerade bei den Themen, die Herr Professor Rode gerade angesprochen hat? Also fühlen Sie die Fäden, die alle an Ihrem Schreibtisch irgendwie zusammenlaufen, fühlen Sie, dass diese Fäden vielleicht doch auch kirchenrechtlich in Zukunft stärker verankert werden könnten oder dass es mehr Möglichkeiten gibt? Also der Vortrag hat, finde ich, sehr, sehr gut deutlich gemacht, wie das Setting sowohl eben auf weltkirchlicher Ebene als auch für einige schon sehr konkrete Vorschläge in den Vorlagen des synodalen Weges ist. Das eine ist eben tatsächlich so, der synodale Weg ist, so wie es eben gerade beschrieben war, kein kirchenrechtliches Momentum in dem Sinne, dass irgendetwas beschlossen werden könnte und dann gilt, sondern tatsächlich alles muss erst noch irgendwie umgesetzt werden. Das ist einerseits die Achillesferse und die Schwierigkeit daran, hat aber auf der anderen Seite eben die Möglichkeit geboten. Und deswegen haben damals die Bischöfe sich sogar schon direkt bei dem Beschluss in Lingen für dieses Format entschieden, dass man mit allen gemeinsam ringen, sprechen und auch hinterher abstimmen kann. Also dass es eben nicht ein reines bischöfliches Gremium ist, bei dem die Laien nur als Berater fungieren, sondern tatsächlich hier als Teil der Versammlung, auch als Mitglieder beteiligt sind. Das war der Versuch, und aber führt eben genau zu dem geschilderten Problem. Das andere, vielen Dank, Pater Rode, auch für die Durchsicht der Vorlage des Synodalforums. Das ist äußerst erhellend und sehr hilfreich. Sie dann mal gesondert einfach mal fragen und bitten, ob man nicht nochmal auch Sie zusammenbringen kann, auch mit dem Forum an dem Punkt. Vielleicht für alle einfach, damit es verständlicher wird, das eine Synodalforum Macht und Gewaltenteilung, das sich genau um diese Frage der Partizipation bemüht, hat einen Grundtext vorgelegt, der theologisch auszuleuchten versucht, was theologisch alles möglich ist an Veränderungen im Bereich Macht, Partizipation, Gewaltenteilung, und hat dann 8 sogenannte Handlungstexte vorgelegt. Und der eine Handlungstext, der heißt Synodalität nachhaltig stärken, ein synodaler Rat für die katholische Kirche in Deutschland, der enthält eben genau diese Form detailliert gesprochen hat. Wenn Sie nachlesen wollen, gleich auch ein bisschen Werbung in eigener Sache, wenn Dr. Schuppe erlaubt, auf synodalerweg.de dieser Vorschlag. Und ich glaube, da ist es tatsächlich genau diese Unterscheidung der verschiedenen Punkte, die dem Forum aber auch vor Augen stehen. Also ich glaube, es möchte einfach einige Wege bahnen, und versuchen auch das auszuloten, was einerseits rechtlich möglich, auch an Synodalität zu ermöglichen. Und gerade dieser Synodale Rat für Deutschland, der ein Novum ist, wie es eben gerade dargestellt wurde, ich bin völlig d'accord, das ist schon eine spannende und herausfordernde Frage, ob man so etwas machen kann und einrichten kann. Natürlich mit vielen Folgefragen auch, im Sinne von, wie ist eine Repräsentativität herzustellen, wer kann eigentlich da tatsächlich hinterher auf welche Weise Mitglied werden und wie verhält sich das zu den bestehenden Gremien, nicht nur ZDK, sondern auch natürlich Bischofskonferenz und den entsprechenden Hirtenfunktionen, die da auch kirchenrechtlich gegeben sind. Also ich kann alles nur unterstreichen und bin dankbar für diese Klarheit, aber ich glaube, genau in diese Richtung denkt das Forum und versucht, eben die Dinge auch auszuloten, und ich glaube, manche sehr, sehr guten Hinweise, die eben gerade gekommen sind, sollte man auch da nochmal beachten und mit hineinnehmen für die Vorlage zur zweiten Lesung. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Runge. Wir haben tatsächlich immer wieder Netzprobleme. Sie hängen immer ein bisschen, aber ich glaube, man kann es trotzdem noch ganz gut verstehen. Herr Professor Rode, ich würde auch gerne noch mal eine Nachfrage stellen. Ich fand das sehr transparent und sehr klar, und
Als Volltheologe bin ich da auch mal durch das Kirchenrecht hindurchgegangen. Aber die Frage, die ja auch im deutschen synodalen Weg immer wieder gestellt wird, ist, wie lässt sich zum Beispiel die Verantwortlichkeit des Amtsträgers vor bestimmten Gremien angesichts einer Öffentlichkeit auch der Kirchenmitglieder, die eben von demokratischen Gewohnheiten herkommen, wie lässt sich denn das in Zukunft weiter vermitteln? Also das ist ja im synodalen Weg in Deutschland mit Händen zu greifen, dass eine große Gruppe sagt, natürlich brauchen wir Demokratie in der Kirche und dann eben die kirchenrechtliche Perspektive, so wie Sie es gut aufgezeigt haben, da ja durchaus dann auch schmale Wege nur aufzeigt. Wie jetzt lebt Recht ja auch davon, dass es getragen wird von denen, die von dem Recht erfasst werden. Wie sehen Sie denn diese Spannung aus der kirchenrechtlichen Perspektive? Ja, die ist sicherlich da. Es fällt auf, dass in den Texten des Synodalforums 1 am laufenden Band das Stichwort Demokratie fällt. Und immer wieder kommt der Vergleich zwischen der Erfahrung der Menschen im demokratischen Staat und dem, was sie in der Kirche erfahren. Wenn man sich dagegen das Vorbereitungsdokument zur Bischofssynode anschaut, da kommt das Stichwort Demokratie, glaube ich, ein einziges Mal vor, oder vielleicht war es jetzt das Vademecum, und zwar gerade in Abgrenzung. Das ist nicht das, was wir wollen. Wie kann man das begründen? Das ist natürlich keine kirchenrechtliche Frage mehr. Das ist letztlich eine dogmatische Frage. Wie soll ja aufgebaut sein, um dem treu zu bleiben, was von Jesus Christus herkommt? Und dazu gehört nach katholischer Überzeugung eben als eines der Merkmale der Kirche, wie wir es im großen Glaubensbekenntnis bekennen, die Apostolizität, ich glaube an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Das wird vom Konzil in anderen lehramtlichen Texten und auch im Text der Internationalen Theologenkommission so gedeutet, dass es eben nicht katholische Kirche geben kann, wenn sie nicht geleitet ist von Papst und Bischöfen. Und um dann die Gläubigen einzubeziehen, ohne zu sagen, alle Macht geht vom Volk aus, ist die Antwort der Kirche Synodalität. Das ist die Idee, die Papst Franziskus auch immer wieder verbreitet. Und das ist nichts Neues. Ich habe gesagt, das gibt es von Anfang an in der Kirche. Man könnte da sicherlich auch aus der alten Kirche noch andere Beispiele bringen, wie schon in den ersten Jahrhunderten die Gläubigen beteiligt waren, etwa bei der Bestellung der Bischöfe. Und wenn Papst Franziskus jetzt einen synodalen Weg ausruft, um über dieses Thema nachzudenken, steht dahinter sicherlich der Wunsch, Synodalität zu fördern, also mehr als in der Vergangenheit Synodalität zu ermöglichen. Ein Beispiel dafür ist schon dieser weltweite synodale Weg selbst. Sowas hat es ja bislang in diesem Umfang nicht gegeben. Und ähnliche Beispiele könnten folgen. Das ist ja sozusagen ein vorbereitender Schritt. Die Synodalität jetzt ist ja, solange sie nur über sich selbst spricht, bleibt es ja irgendwie leer, sondern es braucht dann ja im Laufe der Zeit weitere Inhalte. Nun stehen wir natürlich in Deutschland in der Situation, dass die Möglichkeiten der Gremien schon besonders weitgehend sind, wie in fast keinem anderen Land der Welt. Die Schweiz, die katholische Kirche in der Schweiz kann da noch einigermaßen mithalten, aber sonst wüsste ich kein weiteres Land. Und so viele Rechte der synodalen Gremien, wie es in Deutschland jetzt schon gibt, gibt es sonst nirgendwo. Also was der Papst im Sinne hat, ist natürlich die Steigerung in anderen Ländern, wo es womöglich noch gar keinen Pfarrgemeinderat gibt oder wo die Mitglieder des Pfarrgemeinderats einfach 5 auserlesene Gläubige sind, die der Pfarrer sich aussucht. So ist es auch hier in Italien. Da gibt es keine Wahl, sondern der Pfarrer bestellt die Mitglieder des Rates. Das sind also ganz andere Verhältnisse, als wir sie von Deutschland gewohnt sind. Und das muss man sich, glaube ich, klar machen, wenn der Papst so ein Thema ausruft. Er hat dann nicht spezifisch die deutsche Situation im Blick, sondern Situationen in der ganzen Welt, die ganz anders sind.